Hast du dich schon mal gewundert, warum manche Piercings einen krassen Ausschlag erzeugen, während andere voll verträglich sind? Hat das irgendwas mit dem Preis zu tun? Der hier hat komplett unser Budget gesprengt. Gut, dass ihr fragt. Es ist nämlich echt einfach, das herauszufinden. Jeder weiß, dass manche Materialien allergische Reaktionen auslösen und schädlich für den Körper sein können. Wie zum Beispiel Kupfer, Chrom, Nickel. Aber wie schwer ist es eigentlich zu bestimmen, woraus etwas besteht? Nun, nicht wirklich schwer, wenn man rein zufällig ein portables RFA-Spektrometer im Keller rumliegen hat. Bang, bang! Wie ihn Superhelden in Superheldenfilmen haben. Spaß. Ihr findet diese Dinger tatsächlich nur in Laboren und was die verschießen, ist ein Röntgenstrahl. Was vermutlich auch der Grund ist, warum solche Spektrometer in Laboren aufbewahrt werden. Die Strahlen interagieren jedenfalls mit den Atomen in der Probe, indem sie die Elektronen verschieben. Sorry, keine Absicht. Wichtig ist einfach nur, so kann man magisch bestimmen, woraus ein Objekt besteht. Nicht magisch, wissenschaftlich. Na, um es kurz zu fassen, wir haben die beiden Piercings mit ins Labor genommen, haben sie mit unserem RFA-Spektrometer analysiert und so ganz einfach die Zusammensetzung bestimmt. Links haben wir 75% Gold, 14% Palladium und 11% Silber. Rechts dagegen 60% Gold und der Rest besteht aus einer Kombination von Zink, Nickel und Kupfer. Und nachdem wir euch nun die Zusammensetzung der beiden Piercings gezeigt haben, überlassen wir es euch herauszufinden, welches von beiden eher einen Ausschlag erzeugt. Wenn es euch also, wie passend, in den Fingern juckt, endlich dieses neue Piercing zu holen, dann findet besser erstmal heraus, woraus es besteht. Nickelman leiht euch bestimmt sein RFA-Spektrometer. Natürlich nicht. Wir meinten den Fachmann, der das Loch sticht. Spaß. Wir meinten natürlich deine Mutti, sie hat sicher einen im Abstellraum. Und falls nicht, stellt sonst irgendwie sicher, dass euer neuer Schmuck nur das gute Zeug enthält.